heute, gestern war Anreisetag. Gerade bin ich auf einer kleinen Expedition in ein sagenumwogenes Land, beziehungsweise ein Mikrostaat in einem Land. Es leben da zwar keine Leute, das ist ja das Komische und Interessante dran, aber der Ort, beziehungsweise der Mikrostaat, hat über 20.000 Einwohner. Wie das geht oder was, wo ich jetzt gerade hinlaufe, werdet ihr da gleich sehen. Ganz kleiner Tipp, wenn man da hin möchte, muss man nur blauen Punkten folgen. Den Ort gibt es auf keiner Karte, deswegen findet den nicht jeder. Außer er bekommt den von jemandem einen Hinweis, wo der Ort ist, wo bzw. wo man sich hinbegeben muss. Das Gelände ist auch ziemlich anspruchsvoll, wie ihr seht. Es soll ja verhindert werden, dass da nicht jeder rundsinn läuft, beziehungsweise den Ort auch nicht findet. Klar, man kann auch den gelben Punkt hinterher folgen, aber zuerst müsste er den blauen folgen. Und ich sag euch, der Hinweg ist mörderisch. Mücken gibt es ja natürlich auch, war klar. Aber der Rückweg wird, glaube ich, noch schlimmer. Mein Gott, jetzt ist leider so gut. Spaß. Irgendwo nach oben runter ist da komm. Und hier ist der Eingang. Was wohl sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr auch gleich. So, wie ihr seht, ist das Wetter heute nicht berauschend, was aber allerdings nicht so schlimm ist, weil ich jetzt mal ein paar Kilometer machen muss. Jetzt geht es von der Küste bisschen ins Landesinnere zum Autofriedhof. Insofern stört das der Regen jetzt momentan nicht, aber hoffentlich hört es gleich auf, weil sonst wird es eine feuchte Angelegenheit. So, Etappenziel, erster Teil der Spur geschafft. Jetzt gehen wir auf den kleinen Autofriedhof bzw. Hinterlassenschaft. Wo sich die Natur ihren Lebensraum wieder zurückholt. Den Weg dorthin sieht man schon. Hier ein Reifen, da ein Reifen. Aber natürlich jetzt hinten noch ein bisschen mehr zu sehen geben. Schon Wahnsinn, was hier alles so rumsteht. Ja, doch. Ich wette mit Sicherheit ein, zwei Autos. Ja, könnte man es vielleicht noch in Schwung kriegen. Mit viel, viel, viel Aufwand und Lust und Geduld, aber eher wahrscheinlich eher nicht. Das hier ist eine offizielle Straße in Schweden für PKWs. Wohnmobile, LKWs. Wenn man so halt auch abseits der Zivilisation ist, kriegt man solche schönen Straßen. Asphalt fahren kann ja jeder. Dieser Baum ist ca. 14 Meter im Durchmesser, knapp 1000 Jahre oder sogar älter. Und da bin ich ja mal gespannt, was für ein schöner Kraftort das sein wird, beziehungsweise was für ein mystisches Bäumchen das ist. Und da ist er schon zu sehen. Ist zwar nicht mehr so ganz taufrisch und jung, aber er steht noch. Wie man sieht, 1000 Jahre überstehen, überleben ist schon eine Herausforderung, selbst für einen Baum. Irgendwann wird der auch auseinanderfallen oder absterben. So ist halt der Lauf des Lebens. So, laut der Infotafel eben haben sie schon ein paar Maßnahmen ergriffen, damit der Baum nicht abstirbt.
Mal schauen, ob er noch in 10 Jahren oder 20 oder 30 hier noch stehen wird. Aber wie man sieht, es gibt Ästchen, die tragen Blätter. Also lebt er noch. Ist zwar vielleicht leichte Altersschwäche, aber er lebt. Willkommen am größten See in der EU und den drittgrößten See in Europa. Eigentlich hatte ich vor, da auf den Zipfel zu laufen, aber es nähert sich eine ziemlich heftige Gewitterfront. Da habe ich gesagt, gehst du lieber an den Strand. Also Plan B, denn man sieht es zwar so jetzt noch nicht so ganz genau, direkt, aber da hinten kommt sie. Und wie man auf dem Handy sieht, wird es heftig. Also muss es halt nur der Strand sein oder muss ich mich mit dem Strand begnügen. Aber es ist schon auch heftig. Ein See mit eigenem Strand, wie am Meer, herrlich. Rein, gerade Strecke, kaum Verkehr, schön chilliges, ruhiges Fahren, Spritverbrauch bei 4 Litern, passt. Jetzt hoffe ich natürlich noch, dass ich vielleicht hier auf der Tour ein paar Elche zu sehen kriege, aber da muss man schon 6er im Lotto haben. So, ich bin jetzt auf dem Weg zum höchsten Wasserfall Schwedens. Ihr seht, hier spielt das Wetter nicht so ganz mit, wie ich das gerne hätte. Aber einen Vorteil hat es. Es werden nicht viele Leute da sein, beziehungsweise der Parkplatz war fast leer, bis auf 3-4 Autos. Ja, ich könnte jetzt natürlich bis morgen warten, weil laut Wetter würde es morgen besser werden. Aber man wird definitiv voller hier. Da habe ich mir gesagt, egal, machst es heute. Es regnet ja zum Glück nicht, es ist mehr so am Fisseln. Insofern geht's noch. Ich bin selbst gespannt, was mich gleich erwartet. Der Weg sieht schon ziemlich cool aus, wie ich finde. Natur, pur sage ich nur. Ist auch ein Nationalreservat, Nationalpark. Ich sage nur einfach genießen. Ist eine kleine Rundwanderung insgesamt von 4 Kilometern. 2 hin, 2 zurück. Gibt einen leichten und einen schwierigen Weg. Auf dem Hinweg habe ich den schwierigen genommen, auf dem Rückweg nehme ich den leichten, gucken, wo die Unterschiede sind. Und ich denke mal, da wird sich nicht allzu viel tun. Also die Landschaft ist hier einfach herrlich. Ich denke mal, ohne Nebel wird das vielleicht noch ganz anders. So, vielleicht komme ich ja noch mal irgendwann hier um die Ecke. Liegt ja ziemlich nah an der norwegischen Grenze. Ich habe auch schon überlegt, einmal zum Elch zu fahren, aber dachte ich mir,
160 Kilometer hin, 160 Kilometer zurück, nur eben für ein Foto. Nee, muss nicht sein. Dafür habe ich noch andere lohnende Ziele. Und der Elch ist ja nicht aus der Geschichte. Den nehme ich vielleicht dann ja mit, wenn ich in Norwegen bin, bald in ein paar Tagen. Oder halt nächstes Mal, er liegt ja nicht weit weg von den Touristenrouten. Deswegen. Also diese Landschaft ist ein Nebel, ich finde das irgendwie einfach mystisch. Letzten zwei Zielen in Schweden bzw. ist eine halbe Weltreise für deutsche Verhältnisse, wenn man das in Schweden guckt. Ich brauche jetzt für 365 Kilometer sage und schreibe knapp 5 Stunden ohne Pause, ohne nichts. Aber bei der Landschaft stört das nicht wirklich. Das Wetter spielt auch mit, im Gegensatz zu gestern. Also kann es nur noch besser werden. Und dann habe ich für den Rückweg 2 Wochen schön in Norwegen bei den ganzen vielen Zielen. Vielleicht fahre ich dann noch irgendwo anders hin. Mal schauen. Erstmal die Reise genießen. So, Schweden abgehakt, eigentlich in Rekordzeit innerhalb von einer Woche oder weniger. Denn das Wetter spielte nicht so ganz mit, wie ich wollte, also habe ich das eigentlich beschleunigt. Mein Hauptziel war eigentlich Norwegen. Und jetzt sitze ich schön an der Atlantikstraße und warte auf den Sonnenuntergang. Die Sonne knallt noch ganz schön, obwohl wir schon 9 Uhr abends haben. Untergehen soll sie in 2,5 Stunden. Aufgehen soll sie 4 Stunden später, also wird es eine sehr kurze Nacht. Abwarten, was die restlichen Tage bringen. Ich habe zwar meine paar Ziele, die noch ab,
haken will, aber ob ich sie alle machen werde, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ist diese Landschaft hier in Norwegen einfach traumhaft. Vom Atlantikstraße, ich habe mir eigentlich so, was ich gesehen habe, nicht so viel vorgestellt, aber das ist echt der Wahnsinn. Man muss es erlebt und gesehen haben. Wasserfall der Trolle sozusagen. Hier lebt immer Trolle, hier stehen auch viele Trolle rum. Also es lohnt sich schon. Allein schon diese Aussicht von hier oben. Das ist grandios. Zwar spielt das Wetter nicht so ganz mit, aber besser wie gar nichts. Aber ihr könnt es ja gleich selbst sehen. Da, oh, da die Straße habe ich mich vorher vorhin hochgekämpft. Ich habe überlegt, mal runterzufahren, dann wieder rauszufahren, aber dachte ich mir, nee, da tue ich dem Auto nicht an. Hier haben wir die etwas anderen Straßenverkehrsteilnehmer in Norwegen. Vor allem, die lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Die haben alle Zeit der Welt. Ja, wie man sieht, es ist kein Vorankommen. Denn ja, die Herde muss ja nach Hause, ne? Finde ich auch. So, wenn man sich aufs Navi verlässt, wird man verlassen. Ich sag nur so, laut Navi ist die Strecke gesperrt. Laut Google Maps nicht und laut den Fahrzeugen, die hier fahren, ist er auch nicht zu. Ich frage mich, was das Navi wieder für Kopfschmerzen hat. Vielleicht war sie ja mal gesperrt, aber momentan sieht die Straße sehr frei aus. Mit der Steigung, aber die hat es in sich. Und was tut man nicht alles, ein paar schöne Fotos von ein paar Vögeln zu erwischen. Das wäre ich jetzt schon. Weil das Schlimmste ist, ich werde wahrscheinlich zweimal hochlaufen müssen. Einmal jetzt und einmal heute Abend, wenn die ganzen Papageientaucher da sind. Warum brauchen sie nicht einen Lift hier hin?
hinterm Felsen verkrochen. Das ist echt stürmisch, windig ist, aber hammergeile Fotomöglichkeiten gibt. Seeadler schon gesehen, Möwen, alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon auf der Cam sieht. Vögel von oben vom Felsen und heute gibt es vom Wasser aus. Hätte ich zwar schon gestern gemacht, aber spielt das Wetter nicht mit. Deswegen wird es heute gemacht, bevor es weitergeht auf der Tour. Südkap, Norwegen. Norwegen verlassen, jetzt Richtung Dänemark unterwegs. In Dänemark gibt es noch einen kleinen Stopp, weil ich mir den höchsten Länderpunkt mitnehmen möchte, der auf der Route liegt. Und dann geht es direkt nach Hause. Wie man sieht, ist die Fähre ganz schön voll. Mehr als voll.